Genau, ein Erfolg. Du hast drei Esprit gewürfelt und jeweils halbe Erfolge sind ein ganzer. Dann würfel mal. Genau, ein Erfolg. Das heißt, du hast getroffen und deine Pistole macht wie viel Schaden? Drei, also Drei insgesamt Stück. vier. Genau, drei. So, dann schaue ich mal gerade, wie viele Lebenspunkte die Leichen haben. Die haben 8 Lebenspunkte und die haben eine Schadensreduktion für Pistolen. Und zwar um 3 Stück. Löchrige Körper. Du siehst, wie deine Pistole durch die Leichenteile hindurch flügt. Und da, wo Jan eben mit seiner Muskete Köpfe weggeblasen hat, Schädel explodieren lässt, siehst du, wie deine Pistolen entweder, deine Kugeln entweder stecken bleiben oder aber nur noch widerlichen grünen Schleim auf der hinteren Seite der Leichen, ja, hindurchfetzen. Sie wanken weiter auf dich zu. Fluche einmal mehr über das niedrige Kaliber von den Dingen, steck sie wieder an meinen Gürtel und brüll ihnen einfach entgegen. Ja, dann kommt halt und holt euch persönlich euren Tod ab. Sie wanken weiter auf dich zu. Aktionspunkte hast du noch, ja? Ich habe noch zwei, aber den möchte ich dann zum Abwehren aufheben. Habe ich mir gedacht, sehr gut. Dann hat der eine verzögert und der andere wollte danach handeln. Genau. Genau. Johann bewegt sich dann auch nach vorne, versucht die nächste Lücke zu schließen. Moment, Johann hat die 6. Vorher haben wir noch Ach, eine 7. Entschuldigung. Eine 7 haben wir noch. Möchte die noch was tun? Ich würde mich tatsächlich nur in die Mitte des Dorfplatzes begeben und meine Schleuder mit einem Brandgeschoss bereit, also rausrollen. Ja, perfekt. Du kannst dich hinstellen, stellst dich neben Jan und du willst nur weiter warten oder möchtest du dich zu Mario stellen, zu Klaas? Ich warte ab. Gut, du wartest ab, verzögerst also auch. Dann darf jetzt Johann. Ja, ist die Frage, ist das hier noch eine Lücke? Wenn du möchtest, ist das noch eine Lücke. Dann würde sich Johann dort in diese Lücke stellen und mit seinem Kriegshammer die Wände links und rechts malträtieren, damit die unten auf ihn aufmerksam werden. Du hast die volle Aufmerksamkeit und du siehst, Hey! wie wohl jetzt, wenn du hier vorne stehst, weitere Untote aus dem Sumpf im Süden auf euch zuwanken. Einige kommen da noch. Du willst also warten, bis sie in Reichweite sind? Richtig, Johann macht sich bereit und würde sie dann abwehren, sobald sie da wirklich an der Stelle ankommen, an der er steht. Okay. Dann ist die 6 durch. Jetzt wären die Leichen dran, es sei denn, diejenigen, die verzögert haben, wollen vorher. Nee, Nö. ich auch nicht. Gut, Jetzt sehen dann wir sind die sieben Leichen an dran. und dann werfen. Die Leichen haben sich, wie gesagt, die ganze Zeit gerade auf euch zubewegt. Und wir haben 3 Stück auf Klaas, wir haben 3 Stück auf Johann. Und die anderen gehen hier durch die Häuserecke in Richtung von Marius, der hier gerade wohl in einige Bedrängnis gerät. Das heißt, ja, das wird so ein bisschen. Ach komm, der eine geht hier noch auf den Rücken von Klaas, das heißt 4 auf Klaas und 2 auf Marius. Und jetzt kommen wir zu der Besonderheit, denn jede wandelnde Leiche wird, weil es eine Gruppe ist, nicht jedes einzeln auswürfeln, sondern sie haben automatische Erfolge. Damit ich nicht jedes auswürfeln muss, das verschnellert die Kämpfe. Sie haben einen automatischen Erfolg und sie machen automatisch 3 Schaden. Den würde Beziehungsweise, man jetzt, ich muss gerade das würde man ja wohl schauen. automatisch parieren dürfen. Ja. Kurze Frage, kommen die hier in der Engstelle wirklich alle vier an mich ran? Ich kann das schlecht einschätzen von der Skala her. Die Skala ist 1 zu 10, das heißt, diese Entfernung, die du jetzt hier siehst, das wären 1 Meter. 0,1 ist 1 Meter. Ja, die kommen an dich ran. Dürre Bastarde. Na gut. Also, wir frühstücken einfach mal diese hier vorne ab. 3 Untote auf Johann. Die machen, wie gesagt, automatisch Schaden. Und zwar, wie gesagt, ein Erfolg und sie machen 3 Schaden an dir. Okay, das könnte ich aber parieren. Du kannst das parieren, genau. Das kostet dich aber auch wieder, je nachdem, womit du parierst, Aktionspunkte. 3 Schaden? Na, das ist. Ich verlasse mich auf meine Rüstung. Werde Okay. das dann sich in der nächsten Runde. Schauen wir mal, was deine Rüstung sagt. Du bist Johann und trägst eine schwere Panzerung. Wie hoch ist die? Die hat einen Rüstwert von 3 oder einen Panzerwert von 3. Dann machen sie tatsächlich
keinen Schaden. Beziehungsweise, der Moment. Falsch. Sie haben einen Erfolg und Schaden plus 3, also 4 Schaden. Mhm. Wir ziehen deine Panzerung ab. Das sind dann ein Schaden, ein Schaden, ein Schaden. Das heißt insgesamt 3 Schadenspunkte, die du von 3 Untoten bekommst. Du siehst, wie sie mit ihren langen, widerlichen Klauen an deiner Rüstung kratzen. Und teilweise können sie das brüchige Leder aufreiben. Allerdings reißen sie sich auch selbst ihre kleinen Fingerchen ab, wenn sie nach dir gieren und versuchen, dich zu beißen. Ja, Johann grunzt angewidert und versucht, sie so ein bisschen mit der Waffe zurückzustoßen, um sich Platz für seinen Schwung zu machen, um den Hammer auf sie niederfahren zu lassen. Marius, du bekommst auch 4 Schaden, und zwar 2-mal. Es sei denn, du möchtest parieren und ausweichen. Ja, ich möchte parieren und ausweichen für einen Punkt. Ist das richtig? Ich muss gerade mal schauen. Und weil ich würde gerne nochmal angreifen für 3. Ja, dann kannst du vorher angreifen. Ich muss gerade mal auf deinen Charakterbogen. Ich habe 4 Punkte. So, also pro gebundenen Gegner ist das Ausweichen um 1 erschwert. Okay, also bräuchte ich 2 für einmal ausweichen. Du musst gerade mal schauen. Genau. Du musst 2-mal ausweichen. Jeden Angriff, den die landen, musst du einmal ausweichen. Darf ich kurz das dazwischen werfen? Ja. Johann hat die Fähigkeit Leibwächter oder Leibgarde. Sobald sich ein Gegner in den Nahkampf mit einem Mitstreiter bewegt, darf ich die an mich ranbinden oder an mich ziehen, ohne sie an mich zu binden. Richtig. Oder doch sogar an mich zu binden. Das heißt, ich könnte, weil ich nicht mehr als 4 an mich ziehen kann, zumindest einen Gegner auf mich lenken. Finde ich gut. Dann bekommst du einen weiteren Schadenspunkt von dem Untoten, der hinter dich, der hinten anfällt und dir gerade in deinen gepanzerten Arm beißt. Einen weiteren Schadenspunkt für dich. Dann bleibt noch für Marius ein automatischer Angriff. Du heißt, du darfst jetzt ausweichen oder parieren. Musst mindestens einen Erfolg haben. Gut, aber das kostet mich nur ein AP, ja? Das Ausweichen kostet dich ein und das Parieren, du hast eine Schlagwaffe, das ist ein Fechtsäbel oder was ist das, ne? Der kostet dich 2 AP, das kannst du dann oben sehen. Gut, dann tue ich für 2 Punkte ausweichen und dann... Nee, für einen Punkt. Für einen Punkt ausweichen oder für 2 Punkte parieren. Für 2 Punkte parieren und dann habe ich ja noch 2 übrig für die Schlagwaffe zu machen. Richtig, gut. Gut. Dann würfel mal 6 Hexenwürfel. Beziehungsweise Parade minus 2. Das tun wir dann in die Janus-Würfel rein. Du hast gar nicht so gut. Das ist jetzt schon nicht gelungen. Deine Parade ist 1. Und du musst jetzt noch Janus-Würfel würfeln. Und zwar 2 Stück. Ja, dann wird von dem Erfolg, den du eben gewürfelt hast, wird einer abgezogen durch den Janus-Würfel. Jetzt kommt auf 0 dann. Und damit hast du nicht pariert und du bekommst 4 Schaden. Deine Panzerung, wenn du welche hast, darfst du abziehen. Ja, Panzerung 2, also 2 Schaden. Genau, dann Panzer wird es 2, dann bleiben 2 Schadenspunkte, richtig. Ja. Dann sind die Leichen bei Glas dran. Kein Problem. Ich habe noch 2 HP, das heißt, ich möchte ganz 2-mal parieren. Okay. Habe ich jeweils einen 3er Abzug drauf. Ich pariere voll und würfel aber 3 Januswürfel mit, richtig? Du musst pro Gegner, der dich bindet, musst du einen weiteren Januswürfel würfeln. Pro Gegner über dem ersten. Richtig. Also 3. Gut, dann würfel ich erstmal meine Hexenwürfel. 2-mal. Erstmal würfel ich einmal meine Hexenwürfel. Tada. Wie viele sind jetzt das? Meine 1, 2, 3, 4, 7 Stück. 7 Stück. Jetzt meine 3 Januswürfel. Da habe ich 2 Erfolge. 3 Erfolge, sorry. So, eine 6, eine 6, eine 5. Sind bei den Hexenwürfeln sind 3 Erfolge und du hast 2 Januswürfel, die dir welche Erfolge rausnimmt. Bleibt ein Erfolg. Ich habe ja auch noch 2 Esprit-Würfel. Also 2 Esprit-Erfolge. Ah, richtig, die 2 Einsen. Stimmt, sehr gut.
dann bleibt ihr zwei Erfolge. Gut, machen wir das Ganze nochmal, denn ich habe ja noch zwei AP über. Das sieht schon wieder gut aus. Ein Esprit, noch ein Esprit, noch ein Esprit, sind zwei, sind drei, vier Erfolge bei den Hexenwürfeln. Und den ein Januswürfel, der dich stört, bleiben drei Erfolge über. Also die ersten beiden, die Glas angehen, kriegen einfach das dünne Armchen knapp unterm Ellenbogen abgehauen mit einem gleitenden Schlag. Dann kommt der andere von hinten, den hat er nicht auf dem Schirm, und dann bringt ihn etwas aus der Balance und es kommen zwei Angriffe durch. Sind jeweils vier Schadenspunkte, die du rüstungstechnisch... Was hast du, Rüstung 1? Zwei Punkte? Mhm. Dann kommen jeweils zwei Punkte zweimal durch. Ah, Götter verfluchte! Okay, hat noch irgendjemand AP übrig? Ja, ich würde aber nur Klaas zurufen, dass er sich aus der Häuserschlucht da rausbegeben soll. Ey, mach Platz da! Ja, kann er nicht. No. Wenn du nichts tust, dann verfällt deine Aktionspunkte. Ich kann leider nichts Sinnvolles tun. Okay. Was ist mit Jan? Hat der noch Aktionspunkte? Ja, hätte noch einen, aber ich wüsste gerade auch nichts Sinnvolles. Okay. Dann haben die Leichen allesamt gehandelt. Johann dürfte noch. Johann hat noch was über, dann Johann. Mhm. Ja, der würde sich Platz schaffen, damit er diesen Kriegshammer schwingen kann und sich da diesen einmal wie Hammer auf Amboss auf diese Untoten niedergehen lassen. Okay. Wie viele AP hast du noch über? Zwei? Drei insgesamt. Drei und, noch? Ja, ich habe ja nicht pariert. Ich habe das ja... Genau. Hast du hingenommen? Ja. Und die Aktion der Leibgarde, die kostet ihn nichts. Das ist richtig. So, du hast eine Schlagwaffe, die kostet dich 2 AP. Genau. Und du hast 7 Würfe. Ja. Ich würde dazu einen Q ausgeben wollen. Ja. Das heißt, du möchtest es erhöhen, da im Vorfeld um 3 Punkte oder um 3 Würfe? Genau, ja. Gut. So, dann schauen wir mal, was passiert. Das sind jetzt 10 Stück, ne? Mhm. So, eine 6 sind nur 2 Erfolge und ein Esprit. Das hilft dir nicht. 2 Erfolge. Nein. Schade. Dann macht dein Würfel, deine Waffe macht wie viel Schaden? 5 als Basiswert. 5 plus 2 Erfolge. Dann hast du eine der Leichen, kannst du auf von 8 auf 7 Lebenspunkte runterbringen. Mhm. Johann brüllt etwas, ruft er, von mir gibt's mehr als genug, los, kommt her. Und tritt einer von diesen Leichen irgendwie vors Knie und lässt den Hammer auf sie niedergehen. Ja, du zertrümmerst das Becken von der Kreatur, die lebt zwar noch, aber kriecht weiter auf dich zu. Okay, dann sind alle eure AP durch und die nächste Kampfrunde beginnt. Jan hat 8 Initiative. Ja, richtig. Jan würde sich bewegen und danach verzögern. Auf etwas Entfernung? Weil gerade kann ich keinen wirklich abschießen. Aber so komme ich dann Richtung Brücke, um sie später zu verteidigen. So, dann Klaus, Marius oder Klaas? Ich würde gerne mich zuerst zur Seite bewegen, sodass ich freie Schussbahn auf die Häuserschlucht habe, sobald Klaas da raus ist. Okay. Ich weiß, Klaus wird mich jetzt hassen, aber ich möchte ihn lieber angreifen. Dass du mich fressen kannst. Deine Parade ist nur um 1 erhöht, wenn du gegen einen Gegner ziehst, richtig? Klaas? Wenn ich nur gegen einen Gegner ziehe, ist meine Parade gar nicht erhöht. Ich glaube... Ich glaube, du hast eine Jägerkraft. Die hat mit Paraden nichts zu tun. Ich habe aber eine Jägerkraft, ja. Und genau das tue ich jetzt auch. Dass deine Initiative erhöht ist, das meine ich. Also, ich habe noch nicht angegriffen. Zählt nur bei Angriff mit Fechtwaffen. Ah, nicht bei Parade, genau. Nur bei Angriff. Gut.
Aber ich habe trotzdem eine passende Jägerkraft, denn Klaas weiß natürlich, wenn man mit so kleinen Vieh umgeht. Und macht fast schon in die Menge hinein einen weiten Ausfallschritt nach vorne. Vorwärts, zustoßen, zustoßen. Und greift dreimal an. Für jeweils einen AP. Für jeweils einen AP. Rechtwaffen halt. Ich würfel erstmal die Angriffe. Dürfen die Hand parieren? Die parieren nicht. Die greifen nur an, die parieren nicht, aber sie haben einen löchrigen Körper. Ja, gemacht. Das ist Bandenstufe 1, richtig? Bandenstufe 1, richtig. Das heißt, wenn ich mindestens einen Erfolg würfel, ist der Gegner automatisch versichtet. Oh, sehr gut. Erster Stoß. Weiter. Und der dritte. Okay, so, mindestens ein Erfolg, den hast du mit dem Esprit hier oben. Dann hast du da eine 6 und eine 5, das ist auch. Und da hast du eine 6 und noch Esprit. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig sehe, das ist aber eine Jägerkraft, ja? Das ist eine Jägerkraft. Hast du dafür irgendwie Q ausgegeben oder eine Idee? Hier steht nicht bei, dass ich das muss. Okay. Kann sein, dass man das immer muss für Jägerkräfte, das wüsste ich dann jetzt gern, aber ansonsten... Müsste ich nochmal nachlesen, es kann sein, ich glaube ja. Aber das sollte auf alle Fälle reichen, du hast ja auch genug, du kannst sie auch frei rumtauschen, das ist ja zusätzlich das. Dann entfernen wir 3 Untote. Ja, wie gesagt, er springt mit jedem Stoß noch einen weiteren Schritt nach vorne und sticht ihn genau da so gerade durch. Und ohne das können auch Untote meistens nicht laufen. Dann möchte ich mich... Kann ich mich jetzt noch bewegen? Eigentlich ja, aber du bist gebunden und kannst es deswegen nicht. Beziehungsweise, meinetwegen, der Untote wird dir aber hinterherwanken. Du bist weiterhin gebunden. Also versuch dich zu bewegen. Wohin würdest du gerne gehen? Einfach nur so einen Schritt an die Seite, damit ja. Klaas sein Schussfeld kriegt. Das ist okay, würde ich zulassen. Und dann nochmal, Klaas, jetzt! Bist dann durch dem, du hast ja die 3 vor dir, hast du zerschnetzelt, die Köpfe abgeschnitten und hast dann gesehen, wie der wohl in deinem Rücken dir auch hinterher torkelt. Einmal nach vorne abgerollt, wieder auf die Beine gekommen. Das sollte mir gerade so genug Zeit verschaffen. Die nächste 7. Da ich ein Brandgeschoss geladen habe, würde ich weiter verzögern. Weiter verzögern. Macht er denn Flächenschaden? Ja. Okay, das ist das Problem, dass du Klaas nicht anzünden willst. Verdient hätte er es ja. Verdient hätte er es. Ihr habt euch ja natürlich in den 6 Monaten auch an zahlreichen Lagerfeuern schon geärgert und... Aber das ist es nicht wert. So, die nächste 7, eine habe ich noch. Marius. Ist gerade weg. Dann verzögert Marius und hat da so ein paar Probleme mit dem einen, der ihn da anspringt. Dann müsste Johann sein mit der 6. Mhm. Genau, also ich würde, also Johann würde wieder angreifen, den schon Verwundeten versuchen, seinem Ende zuzuführen. Ja, nochmal mit dem Stiefel drauftreten und den Kopf zerspritzen lassen. Richtig. Dann ist das, möchtest du mit deiner Faust angreifen? Das würde prinzipiell, ich muss gerade gucken, ob das sinnvoll ist. Du machst zwar weniger Schaden, aber es kostet dich nur eine AP. Das ist jetzt die Überlegung, die ich dahinter habe. Ja, das klingt sehr gut. Da musst du aber natürlich viele Erfolge würfeln. Was heißt viele? Einer reicht. Ja, das würde ich versuchen. Ja, den Rest gibt Johann oder versucht Johann dem Untoten zu geben, indem er ihm mit der Faust einen überzieht. Das reicht nicht. Er versucht mit der Faust, ihn weiter abzustoßen, versucht mit dem Stiefel draufzutreten, hast daneben getreten. Schlamm spritzt nach oben. Hast noch AP übrig. Wie geht's weiter? Ja, das reicht ihm. Dann nimmt er das andere Ende des Hammers und spießt damit den Kopf des Untoten auf. Okay. Schlagwaffe kostet 2 AP. Das sind 7 Würfel. Naja. Sind 1, 2, 3, 4 Erfolge, ist ein Schaden plus 4. Sind dann 9.
Ja, das ist im Prinzip, es ist der eine Untot. Ich würde dir aber auch gestatten, einen neuen. Wolltest du einen neuen? Nee, du wolltest eigentlich den alten noch. Mach mal einen neuen, würde ich dir zugestehen. Ja, genau. Dann würde er den nehmen, der in seinem Rücken steht. Ja, würde er mit einer Drehung, den der ihm von hinten die ganze Zeit piesackt, einmal an die Wand schmieren. Ja, spritzt gegen die Wand der Taverne und ja, kannst noch sehen, wie Marius da wohl gerade ein paar Probleme hat. Das ist sehr gut. So. Also nicht, dass er Probleme hat. Aber eine Sorge weniger. Johann mit der 6 ist durch, dann sind die Leichen mit der 1 dran. So, Klaas wird angegriffen von hinten. Sind 4 Schaden. Mittlerweile ist es ja vorne, den pariere ich einfach. Richtig. Hast du noch AP über? Einen habe ich noch. Ich hatte 4, habe 3-mal angegriffen. Einen habe ich. Gut. Das ist... Oh, gerade so geschafft. Erfolg. Hast du einen Malus von deinem... Nein, nur für jeden Gegner nach dem ersten. Okay. Dann kannst du ihn abwehren und während er mit den gierigen Klauen nach dir greift, schneidest du ihm die beiden Fingerchen einfach ab. Dann wird Marius angegriffen. Das sind 4 Schaden für Marius. Minus sein Rüstungswert sind minus 2 für Marius. Und Johann wird 3-mal angegriffen. Mhm. Mit auch jeweils 4 Schadenspunkten. Ja. Johann ächzt kurz unter den trommelnden Hieben der Untoten und den Kratzern, die sie da an ihm hinterlassen und wankt einen Schritt zurück. Dein Rüstungswert, dein Panzerwert ist 3, das heißt, sie machen jeweils nur einen Schaden. Ja. Da sind weitere 3 Lebenspunkte, die dir fehlen. Okay, dann fängt die nächste Kampfrunde an. Moment, ich habe noch nicht... Entschuldigung. Ich möchte dann eine Idee opfern, um eine Jägerkraft auszuspielen. Ja. Den gezielten Schuss. Und ich glaube, Marius könnte da dringend Hilfe brauchen. Sieht zumindest gerade so aus, ja. So, schauen wir nochmal nach. Du hast den... Sieht ziemlich mies aus. Quasi nix. So, da ist ein Esprit dabei. Hast du noch irgendwelche negativen Würfel? Nee, ne? Nein. Gut. Ja, dann siehst du, wie das Projektil, die kleine Kugel von dem Schwarzpulver verdrängt wird, die Waffe verlässt und in das Fenster des Gasthauses einschlägt. Marius erschreckt sich kurz und hat weitere Probleme. Möchte Klaas helfen? Ja, ich würde mich mal in Richtung der anderen bewegen und würde den Kopf schütteln, weil ich mein Brandgeschoss jetzt leider doch nicht benutzen kann. Ah, Mist. Du kannst ja auch ohne Brandgeschoss kannst du deinen Schaden machen. Das geht auch. Dann verschießt du kleine Steine. Muss ja kein Brandgeschoss sein. Ja, dann würde ich tatsächlich das machen. Gut. Dann kommt da kein Zusatzschaden drauf. Muss gerade mal schauen, was macht denn die Schleuder? 1. Schleuder macht 1 Schadenspunkt. So, da ist ein Esprit, ein Erfolg. Dann machst du 2 Schaden. Ich schaue gerade mal nach. Der löchrige Körper. Das ist kein Problem. Der löchrige Körper ist davon nicht beeindruckt. Da machst du echte Schaden. An wem? An diesem? Der bei Klaas steht. Der bei Klaas steht, bekommt 2 Schadenspunkte. So, Marius, du wirst, wie gesagt, gerade angegriffen. Neben dir schlug gerade eine der Kugeln von Jan ein. Und bist so ein bisschen verunsichert. Auch Johann neben dir hat dir gerade einen der Gegner noch abgenommen, zerteilt gerade verschiedene Köpfe. Du wolltest eigentlich von hinten angreifen. Du würdest jetzt, wenn du nicht parierst oder ausweichst, 2 Schadenspunkte, 4 Schadenspunkte bekommen. Entschuldigung.
Ich würde parieren, ja. Dann pariere. Ist nur ein Gegner, ist also nicht das Problem. Mhm. Womit parierst du? Mit meinem Nahkampfwaffe, also mit der Schlagwaffe. Das ist dann... 2 Punkte kostet mich das. Wie viele Würfel hast du? Bei Schlagwaffen habe ich 6 kombiniert. Gibt es da noch einen Paradeabzug? -2? Ja, 2. Ja, gut. Dann darfst du erst einmal mit deinen 6 Würfeln parieren. Mhm. Und dann kommen noch die Januswürfel dazu. Das ist eine 5. 2 Einsen sind 2 Erfolge und du musst noch 2 Januswürfel hinterher würfeln, bitte. Mhm. Aber eine 5. Dann bekommst du 4 Schadenspunkte. Hast du Rüstung? Ja, eine mittlere. Und dann sind das 2 Panzerwerte. Dann bekommst du 2 Lebenspunkte abgezogen. Gut, führe ich Buch selbst über die Würfel? Genau. Über die... Du führst über deine eigenen Lebenspunkte Buch. Mhm. Und du kannst jetzt noch auch angreifen, wenn du möchtest. Mhm. Wenn du noch AP über hast. Ich habe 2 zum Parieren gebraucht und ich kann auch 2 benutzen zum Angreifen. Was möchtest du tun? Den Untoten da zerschnetzeln mit meiner Schlagwaffe. Okay, dann kannst du jetzt ohne die Januswürfel, die nur für die Parade waren, kannst du nochmal angreifen. Mit 6 Stück. Genau, richtig. Wie eben. Eine 5, eine 6 und 2 Erfolge. Und das ist eine Schlagwaffe, hast du gesagt? Mhm. Dann sieht das wie viel Schaden? 5. 5. Ja, dann kannst du die Szene einmal beschreiben. Von 8 Lebenspunkten bleiben 3 Stück. Was okay. Schlägst du ihm ab? Ich werde getroffen von dem Untoten, wehre ihn ab und in der Ausruhbewegung ziehe ich ihm einmal die Waffe quer über die Brust. Und er grunzt auf. Nächste Kampfrunde, die 8 mit Jan. Ja, verzögern. Verzögern. Klaus Marius Klaas, 7. Mach ich doch mal an, damit ich da unten gleich reinrutschen kann. Kann ich angreifen, mich bewegen oder nochmal angreifen? Du kannst angreifen. Wenn er vernichtet ist, kannst du dich umsonst bewegen. Okay. Und dann kann ich noch weiter meine HP verballern, wie ich lustig bin. Ja. Gut, dann sprinte ich einfach los, hau währenddessen dem Untoten meine Nebenhand ins Gesicht. Also mein Nebenhand durch. Das... 1, 2, 3 und die beiden Esprit sind 4 Stück. Schaden +4. Wie gesagt, durch meine Jägerkraft über den Gefechtkunst wird er sofort vernichtet. Er ist ein Bandengegner, richtig? Er ist ein Bandengegner, der Stufe 1, genau. Auch wenn er nicht mehr in seiner Bande ist. Aber Jägerkraft kostet dich dann Q oder ID. Okay, tut sie immer? Genau, haben wir eben nochmal nachgeguckt.